Die DT1 der Nürnberger U-Bahn, auch Pegnitzpfeile genannt, fuhren 50 Jahre lang in Nürnberg und Fürth. Nun sind sie zum letzten Mal im Einsatz. Am Morgen des 14. Januar 2023 rückt der DT1-Zug bestehend aus den Wagen 587, 588 und 575, 576 aus dem U-Bahn-Betriebshof zum Bahnhof Scharfreitering aus. Der Zug ist unterwegs nach Langwasser Süd, wo die ersten Fahrgäste einsteigen dürfen. Obgleich beide Doppeltriebwagen vom Typ DT1 sind, unterscheiden sie sich technisch deutlich. Während der vordere Wagen von 1975 ein reines Gleichstromfahrzeug mit Schaltwerk ist, besitzt der hintere Wagen aus dem Jahr 1984 moderne Drehstromtechnik. Der Zugverband erreicht Hasenbuck das erste Mal mit Fahrgästen. Leider wurde ein Wagen zuvor an der Bauernfeindstraße Opfer von Graffiti-Sprayern. Allerdings auf der anderen Wagenseite. Noch in der Station Hasenbuck wird das Personal informiert. Kurz darauf fährt der Zug weiter in Richtung Fürth. Erst am Bahnhof Muggenhof, der über Außenbahnsteige verfügt, wird eine Begutachtung des Schadens auf der rechten Seite des Zuges möglich sein. Der Bahnhof Stadtgrenze ist der letzte auf Fürther Stadtgebiet. Wie man hört, verläuft hier die U-Bahn-Linie direkt neben der Bahnstrecke Nürnberg-Fürth. Während die meisten Fans die Gelegenheit nutzen, die letzten Fahrten im Zug zu verbringen, halten andere den Einsatz mit ihrer Kamera fest. In der Zwischenzeit wurde in Rücksprache mit der Leitstelle entschieden, den Zugverband am Scharfreiterring zu teilen, um den beschmierten Wagen zu reinigen. Denn das, so wissen die VAGler, geht am einfachsten, solange die Farbe noch frisch ist. So ist für die nachfolgende Runde nur noch Drehstromwagen 575, 576 unterwegs. Hier an der Nürnberger Messe. Zurück in Fürth. Am Bahnhof Jakobinenstraße fährt der Kurzzug in Richtung Nürnberg ein.
Während auf dem Nachbargleis ein moderner Gliederzug vom Typ G1 abfährt, wird der DT1 abgefertigt. Ups. Aber jetzt. Abfahrt. Perfekte Zusammenarbeit der VAG. Alle, von den Reinigungskräften bis zum Stellwerker, haben dafür gesorgt, dass der Gleichstromwagen 587-588 nach nicht einmal einer Stunde wieder sauber ist. Wieder vereint fahren beide Fahrzeuge in den Bahnhof Bauernfeindstraße ein. Die letzte Fahrt. Es geht von Fürth Stadthalle zum Scharfreiterring. An Bord ein Ehrengast. Die Originalstimme der Nürnberger U-Bahn. Auf dieser Fahrt sagt sie bis zum Plärrer live die Station an. Bitte zurücktreten, Vorsicht! Nächster Halt, Maximilianstraße. Es geht wieder hinein in unseren Tunnel und bitte halten Sie sich fest! Der Gerhard macht jetzt mal eine Druckluftbremsung. Abfahrt Langwasser Nord. Das letzte Stück bis zur Endstation. Der letzte Einsatz des DT1. Liebe Fahrgäste, wir starten nun die Fahrt zu unserem heutigen Endpunkt und zum Endpunkt des DT1 nach 51 Dienstjahren. Der nächste Halt ist Scharfreiterring. Dort findet im Anschluss eine kleine Abschiedsfeierlichkeit für diese treuen Züge statt, die in einer Stückzahl von insgesamt 64 Fahrzeugen in den Jahren 1970 bis 1980 gebaut worden sind und die VAG Nürnberg und die Nürnberger U-Bahn über 50 Jahre begleitet haben. Scharfreiterring, Endfahrt. Bitte alle Fahrgäste aussteigen. Nun folgen einige abschließende Worte von Tim Dahlmann-Riesing, dem Technikvorstand der VAG. Dicht umdrängt von vielen Fans. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich kurz um ein bisschen Aufmerksamkeit bitten dürfte, liebe Mitarbeiterinnen, ehemalige Züge, die U-Bahn-Fans. Und davon haben wir, glaube ich, heute reichlich. Das ist ja wirklich ganz großer Bahnhof hier. Ich bin wirklich positiv beeindruckt, dass Sie alle hier zur Verabschiedung unserer tollen Eigentumsweise, so wurden die Fahrzeuge genannt, Damit geht der Planeinsatz des DT1 bei der VAG zu Ende. Ganz verschwinden wird er nicht, denn die beiden Einheiten sollen als Museumsfahrzeuge erhalten bleiben.
Noch ist etwas Zeit, die fast baugleichen Züge der Baureihe A der Münchner Verkehrsgesellschaft zu erleben. Denn in München sind sie noch unterwegs. Aber auch hier werden sie Zug um Zug von Neufahrzeugen abgelöst. Thank you.